Und nehmen dann einfach Wagen Güter. 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, schwupp, 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 schwupp. Und damit sind wir schon ein zu lang. 240 Meter sind 243 Meter, okay. Und dann geht das auf den Kraftstoffzug Allendorf in Ford. So, der sollte eigentlich das ohne Probleme schaffen. Auch wenn das jetzt wahrscheinlich ein bisschen doof aussehen wird, eine Doppeltraktion an so einem Zug dran. Liegt aber einfach daran, dass ich hier Zugkraft brauche an dem Zug. Und der sich dann halt auch etwas schneller fortbewegen muss. Deswegen haben wir hier einfach extrem viele Wagen dran. Quatsch, haben wir hier einfach zwei Loks dran. Ist einfach nötig, damit der den anderen Zug eben nicht blockiert. Frage, wie schnell kannst du fahren? Elektrisch ist das. Du kannst fahren 120. Das könnte nämlich auch schon ein Problem werden. Aber ich werde, denke ich mal, kaum eine Lok finden, die sonst im Cargo-Bereich hätte schneller fahren können. Du kannst sogar noch 100 fahren. 140 wäre hier gewesen, aber das bringt mir eben auch nicht viel. Oh, es gibt neue Waggons und einen. Oder die neuen LKWs, die DMA-LKWs gibt es. Ich muss halt versuchen, hier immer das abzupassen, dass hier gerade eben der Zug nicht direkt mir im Nacken hängt, was hier gerade ganz gut aussieht. Weil der hier fährt gerade aus dem Bahnhof raus und der muss ja dann da erst in den Bahnhof rein und hier ist ja auch erstmal einer raus gefahren. Von daher sieht das aktuell noch ganz gut aus. Und du darfst dann hier erstmal warten, wenn du dann geladen hast. Weil da brauche ich das jetzt noch nicht. Wieso bremst du denn schon vorher an? Ja, hier wartet auch schon ein bisschen was. So, du bist jetzt angehalten. Hier im Bahnhof steht da schon einer. Der Zug ist gerade rausgefahren. Der Zug ist hier noch lange nicht in Sicht. Und mit 30 musst du da um die Kurve fahren. Aua, aua. Der kommt jetzt erst. Achso, weil das ja hier so eine komische Weiche ist, deswegen fährt er da so langsam drüber. Achso, in die Richtung ist es ja sowieso egal. Da komme ich mit den Zügen ja sowieso nicht ins Gehacke. Ist ja nur die andere Richtung, was so problematisch wäre. So, und ab jetzt kannst du auch wieder Gummi geben. Und mal hochbeschleunigen. Ich tu mir sogar den Gefallen und fahr mal mit ihr mit. So. Ja, das sieht doch noch was aus. Aber wenn uns der andere Zug jetzt hier nicht überholt, wissen wir, dass wir sogar den Zug nicht aufgehalten hätten. Also mehr oder weniger. Wenn er uns überholt, wissen wir, wir hätten ihn aufgehalten. Wenn er uns nicht überholt, hätten wir ihn nicht aufgehalten. Es würde eng werden, aber ich denke mal, das wäre gut gegangen. Wir fahren ja hier hinten schon wieder raus. Von daher sollte das kein Problem geben. Ja, nee, das wäre gegangen. Muss ich nur in die andere Richtung dann gucken, weil da könnte ich mit dem Zug, der mir jetzt so gesehen nicht ins Gehege gekommen ist, daher das, oder könnte es Probleme geben. So, jetzt erstmal wieder ein Stück abbremsen. Weg von der eigentlichen Strecke. Und rauf auf die Nebenstrecke. Überkreuzen wir dann mal noch die anderen beiden Strecken. Weil es ja so schön ist. Hier dann einfach mal die große Brücke. Ah, hier leckt es dann doch schon etwas mehr. Nicht ganz so schön, aber nicht zu ändern. Hier, das ist echt spannend. Hier geht sogar die Oberleitung durch. Die Brücke durch. Schade, schade, dass es so ist. Wäre schöner gewesen, wenn es nicht so wäre.
Lässt sich jetzt nun aber nicht ändern. So. Wieso habe ich hier eigentlich nur den ganz kurzen Bahnhof jetzt doch gebaut? Bin ich denn doof? So, du darfst nochmal rausfahren, ich baue die Weiche woanders. Ich muss die ungefähr hier erst ansetzen. Warum ist denn das doch der kurze Bahnhof? Bin ich denn jetzt ganz doof? So. Gleis. Gleiswechsel. Gut. Kontrollieren wir nochmal. Wieso fährst du jetzt da rein? Welchen Grund hat denn das jetzt? Dass du jetzt auf einmal in das... Hä? Von der Länge her reicht's, aber du fährst trotzdem aufs falsche Gleis. Du machst nicht das, was du sollst. Zug, du bist doof. Du bist gerade sogar sehr doof. Und du darfst sogar gleich nochmal in die andere Richtung fahren. Weil nachdem du hier warst, darfst du über dieses Signal fahren. Damit du dann wieder richtig rumstehst und auf dem richtigen Gleis bist. Und auch hier entsprechend das andere Gleis benutzt. So, damit der gleich noch ein bisschen was mitnimmt, lasse ich den jetzt nochmal fahren. Wo ist denn der andere? Wie das einfach schon extrem ins Geld schlägt. Aber naja, wir haben es ja. Ist ja jetzt nicht so, dass uns das stören würde. Aber... Naja, schön ist anders. Oh, ist ja sehr viel geworden. Wenn ich hier wieder zweimal das Piepen höre. So, der sollte durch sein, also komme ich damit jetzt auch nicht ins Gehege. Wenn ich dann die Strecke blockiere mit meinem Güterzug. So. Zugtechnisch machen wir hier oben ganz schön miese. Oh, der Borg Express ist gut in der Minuszahl drinne. Der, na gut, die beiden sind noch im Minus, weil das läuft noch nicht. Der ist im Plus, der ist im Plus, der ist noch im Minus. Das, ach, das ist der hier. Der läuft also auch nicht. Der läuft gut, der läuft sogar sehr gut. Fast 50 Millionen macht der. Ja, passt. Passt. Sieht gut aus. Ja, der muss logischerweise jetzt nochmal warten, bis der dann da vorne durch ist. Beim Signal. Da kann ich hier aber durchaus, wo ist Pause, auf die Brücke nochmal Signale setzen. Zumindest in diese Richtung kann man da durchaus das ein oder andere Signal noch zusätzlich setzen. Einfach damit der dann besser durchkommt. Und nicht so die Probleme dann hat. Und auch die dann in die Richtung nicht so aufgehalten werden. So, ich hoffe nur, dass das dann oben passt. Ja, natürlich habe ich das falsch gesetzt hier. Das sollte logischerweise so rum sein. Ebenfalls macht hier ein Signal dann wirklich auch nochmal Sinn. So, du darfst auch nochmal kurz so eine Runde.
Runterbremsung machen, damit ihr wieder einigermaßen eingependelt seid. So, der düst hier natürlich wesentlich schneller lang, als der je düsen könnte. So, mit dem anderen Zug kommen sie sich aktuell auch nicht ins Gehege. Also passt das auch ganz gut. Hier ist ein bisschen vorhanden. Wie sieht's mit dir aus? Möchtest du dich upgraden? Ja, möchtest du. Noch 2 Monate. Gut, das sollten sie hinkriegen. Ihr wartet bisher auch noch nicht viel, aber wenn das dann einmal läuft, verdienen die ja auch ordentlich Geld. Gerade hier so Ölzüge sind da immer ganz gut dabei, Geld zu verdienen, wenn es dann einmal dann angelaufen ist. So, ihr braucht noch 1 Monat, da vergrößert ihr euch auch. Weil hier die Obergrenze ist halt ein bisschen nervig, weil dadurch kann der halt nicht entsprechend produzieren, was auch abgenommen wird. Oh ja, jetzt wird's kritisch. Weil der müsste jetzt hier sich ein bisschen beeilen. Weil der wird jetzt immer so ein bisschen ausgebremst werden. Durch den. Weil der zu früh dran ist. Der ist eindeutig zu früh dran. Eindeutig zu früh dran. So, und wir haben jetzt die 2000er Wende. Oh, hey! Im Jahr 2000 angekommen. Wuhu. Es hat schön gespeichert. Wir haben hier eine Vergrößerung. Und es gibt die Taurus, die jetzt dazukommt. Mit ganz vielen schönen Lackierungen. So. Du bist zu früh, hast du das gehört? Zu früh bist du. Deswegen hast du deinen Kollegen ausgebremst. Das ist nicht in Ordnung. Und du hast den anderen Kollegen ausgebremst. Das ist auch nicht in Ordnung. Also sogar noch weniger in Ordnung. Sprich, du darfst hier jetzt warten, bis dein Kollege oben ist. Hast du gut gemacht. Also eigentlich nicht, aber... So, ja, wenn ich den jetzt wieder losschicke, dann ist der viel zu früh. Und das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. So, du darfst warten. Der drüben sollte dann auch irgendwann, nachdem er 10 Brücken überfahren hat, ankommen. So, es leckt wieder ein bisschen. Gehen wir mal so ein bisschen aus der Karte raus. Da sollte es nicht so lecken. Da sehen wir zwar auch gerade nichts, aber das ist jetzt erstmal egal. Wenn wir nichts sehen, tut uns das in dem Fall gerade nur gut. Insofern, dass wir hier keine weiteren großen Probleme haben. So, jetzt blockiert er hier. Na, du musst noch mal kurz warten. Das hat alles durcheinander gebracht, dass du zu früh warst. Alles hat das durcheinander gebracht. Dann wäre nämlich der weg gewesen. Du hättest fahren können. Also nee, der andere hätte fahren können und du wärst dann ganz gemütlich reingefahren. Und könntest auch wieder ganz gemütlich rausfahren. So. Ich hoffe, hier gibt es keine Probleme. Nee, der fährt dann jetzt auch entspannt hier drauf. Der muss jetzt hier runterfahren, etwas langsamer. Sollte jetzt aber auch nicht das Problem sein. Ja, der hat jetzt schon 55 Öl dabei. Das ist auch sehr gut von der Ausbeute her. Jetzt ist die Frage, welcher zuerst fahren darf, er oder er? Der darf zuerst fahren, ist auch spannend. Bringt mir insofern aber was, dass ich dann... Ich muss jetzt einfach hier ein Signal einsetzen, damit er die Strecke frei machen kann.
Weil bis der dann hier oben ist und hier rumgefahren ist, ist der schon längst weg. So. Aha, warum hat der jetzt eine Vollbremsung hingelegt? Weiß er wahrscheinlich selber nicht so genau. Warum das jetzt sein musste. Der blockiert halt gerade ganz schön. Der blockiert halt gerade echt gut. Die blockieren sich gegenseitig so ein bisschen. Oder was heißt so ein bisschen? Sie blockieren sich gegenseitig ganz gut. Aber das soll uns jetzt egal sein. Wenn der jetzt hier drinnen war, werde ich den losschicken. Jo. Ja, komm, noch einen kurzen Moment. Und dann bleibt mir nämlich eigentlich auch nur noch zu sagen. Ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen. Und wir sehen uns dann in einer der nächsten Folgen wieder. Also bleibt mir nur zu sagen, tschüss, schönen Tag noch. Und bis zum nächsten Let's Play. Tüdelü.